Willkommen zu meinem neuen Video, bei dem es um eine Art Reiseführer gehen soll, ein kleines Buch, das ein Viertel beschreibt, und zwar das bayerische Viertel als Teil von Berlin-Schöneberg. Es ist ein Buch, das sozusagen eine Gegend beschreibt, die mir zur zweiten Heimat geworden ist, weil ich nun hier schon einige Jahre lebe und möchte dieses in meinem heutigen Video kurz vorstellen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, dann abonniere doch jetzt und drücke auf die Benachrichtigungsglocke, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Notizhefte, der YouTube-Kanal und die Kulturwebseite für Literatur des 19., 20. und 21. Jahrhunderts und auch immer ein bisschen Geschichte und Zeitgeschichte. Gudrun Blankenburg, das bayerische Viertel in Berlin-Schöneberg. Leben in einem Geschichtsbuch. Ein sogenannter Kiez, der angelegt wurde, als Berlin wuchs und die selbstständige Stadt Schöneberg sich gerade noch entwickelte. Und da wurde, wie in anderen Randgebieten des damaligen Raumes Berlin auch, mithilfe sogenannter Terraingesellschaften Stadtraum gebildet und so eben Möglichkeit geschaffen, um dort zu wohnen und zu leben. Und das bayerische Viertel, das auf einen Immobilienmenschen namens Haberland zurückgeht, wird in diesem Buch über das bayerische Viertel in Berlin-Schöneberg, Leben in einem Geschichtsbuch, behandelt. Der Psychoanalytiker Gerhard Adler, der Pianist Claudio Arau, der Religionsphilosoph und Rabbiner Leo Beck, der Schriftsteller Gottfried Benn, die Widerstandskämpferin Liane Berkowitz, Cora Berliner, Rudolf Bernauer, Agnes Bernett, Agnes Bernell, Eduard Bernstein, Ilse Blumenthal-Weiß, Ferruccio Busoni, Rudolf Breitscheid, Ludwig Krotz-Jesner, Inge Deutschkron, Ella Deutschkron, Albert Einstein, Giselle Freund, Julius Freund, Erich Fromm, Lilli Henoch, Franz Hessel, Karl Hafner mit seiner Frau Mathilde, Erno Holz, Alfred Kantorowitsch, Alfred Kerr, Judith Kerr, Egon Erwin Kisch, Walter Kollo, Gertrud Kolmar, Benedikt Lachmann, Arthur Landsberger, Emanuel Lasker, Walter Leistikow, Kurt Dietrich Lösch, Lisa Matthias, Elise Münzer, Kurt Pinthus, Wilhelm Reich, Marcel Reich-Ranitzky, Albert und Clara Reimann, Alexander Roda Roda, Luise und Wilhelm Teske, Robert Urich, Claire Waldorf, Ernst Weiß, Billy Wilder, Luise Zickel, Karl Zuckmeier. Diese und andere ausführliche Lebensdaten ehemaliger jüdischer Nachbarinnen und Nachbarn, Biografien und persönlich geprägte Erinnerungen von Überlebenden findet man in der ständigen Ausstellung Wir waren Nachbarn im Rathaus Schöneberg. All dies sind Menschen, die im bayerischen Viertel gelebt haben und noch viele mehr. Ein Ort, der zu weit über 50% im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Viele Häuser konnten nicht wieder aufgebaut werden. Auch das Haus, in dem ich wohne, im bayerischen Viertel, steht recht einsam zwischen Neubauten und ragt über Neubauten auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinaus. Hier zeigt sich die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts von ihrer guten wie ihrer schlechten Seite. Das ist ein fortschrittlich konzipiertes Viertel zum Wohnen, Arbeiten und Leben gewesen. Wie gesagt, entwickelt ab 1900 mit dem damals verfügbaren Komfort zu günstigeren Preisen, als man etwa in Charlottenburg oder Wilmersdorf wohnen konnte, weswegen hier auch eine gehobene Mittelschicht hinzog und eben nicht der Geldadel, sondern eine Art von Geistesadel sich in dieser Gegend niederließ. Und das Buch von Gudrun Blankenburg beschreibt eben die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg sehr gut, dann den gewissen Niedergang durch den Krieg und die Inflation, die Teilung der großen Wohnungen,
die Sorgen, die die Menschen haben, das Wiederaufrichten in der Weimarer Republik, dann die große Wirtschaftskrise, der Aufstieg der Nationalsozialisten, die Flucht des hohen Anteils der jüdischen Bevölkerung aus diesem Teil von Berlin, und die Nationalsozialisten setzten ja großen Ehrgeiz daran, Berlin in Anführungszeichen judenfrei zu bekommen, und das bayerische Viertel gehörte zu den Teilen der Stadt, die besonders intensiv gesäubert werden mussten. Es gab hier natürlich auch eine Synagoge, es gab eine Reihe von Reformschulen. Die Synagoge hat die Reichspogromnacht überstanden, weil sie eng eingebaut war in benachbarte Wohngebäude, sodass sie nicht zerstört wurde. Sie ist dann aber im Krieg getroffen worden und wurde später, wie es an einem Gedenkstein so entlarvend heißt, weil sie nicht mehr benötigt wurde, wurde sie dann abgerissen. Und man kann hier auf Schritt und Tritt an die deutsche Geschichte erinnert werden. Überall trifft man auf Tafeln, die an berühmte Bewohner erinnern. Und außerdem gibt es auch das bewegende Denkmal im Bayerischen Viertel, das auf die Geschichte der Judenverfolgung hinweist, das behördliche Schikanen sehr genau auflistet und im Straßenraum präsent macht. Orte des Erinnerns auf Schritt und Tritt. Und wenn man auf den Gehweg schaut, sieht man eine Reihe von Stolpersteinen vor beinahe jedem Haus. Das kleine Buch ist eine interessante Lektüre, und nicht nur für diejenigen, die wie ich hier leben, sondern auch für die Menschen, die sich für deutsche Geschichte, für deutsche Literatur, das Geistesleben im frühen 20. Jahrhundert interessieren, ist dieses Buch eine, ja, trotz des nicht einfachen Themas, ist es eine kurzweilige Lektüre, und es dient sowohl als Führer, wenn man durch die Straßen läuft, aber man kann es genauso gut zu Hause lesen, fern von Berlin, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Eine klare Empfehlung für dieses kleine Buch. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder ein neues Video in den Notizheften gibt. Tschüss.